Laut Psychologen, diese 12 Verhaltensweisen eines anständigen Mannes wird ein Narzisst niemals zeigen. Narzissten versuchen natürlich immer, nicht als solche erkannt zu werden. Sie sind gut darin, ihre Mitmenschen zu täuschen. Durch Manipulationen und dem Verstellen ihres wirklichen Charakters schaffen sie das meistens auch. Auch wenn sie gleich nach dem Kennenlernen erst einmal nett und charmant sind, das ist alles nur Show. Im Endeffekt will der Narzisst immer nur einen Nutzen aus der Verbindung mit dir ziehen und verspricht sich einen gewissen Vorteil davon. So ein Verhalten solltest du auf keinen Fall dulden. Du hast Besseres verdient, als jemanden, der dich nur für seine Zwecke benutzt und dich obendrein schlecht behandelt. Umso wichtiger ist es, dass du lernst zu unterscheiden, was einen Narzissten von einem anständigen Mann unterscheidet. Deshalb habe ich für dich 12 eindeutige Charakteristiken und Verhaltensweisen zusammengefasst, an denen du erkennst, dass deine neue Bekanntschaft ein netter und guter Mann ist. 1. Er lässt negative Gefühle nicht an dir aus. Nach einem Tag, an dem alles für ihn schiefgegangen ist, das nur irgendwie schiefgehen kann, lässt er es nicht einfach zu Hause an dir aus. Jeder hat einmal einen schlechten Tag, doch das an anderen Menschen auszulassen ist nicht in Ordnung und das weiß er auch. Und du tust für ihn genau das Gleiche. 2. Er unterstützt dich immer. Auch wenn ihr nicht immer zu 100% der gleichen Meinung seid. Er wird dich immer in deinen Vorhaben unterstützen. Er steht hinter dir und wünscht sich nichts mehr, als dass du deine Ziele erreichen und deine Träume verwirklichen kannst. Und dabei hilft er dir gerne. 3. Er gibt Fehler zu und versucht es wieder gut zu machen. Jeder macht einmal Fehler. Das Schwere ist nur, es zuzugeben. Er sieht ein, wenn er etwas falsch gemacht hat und entschuldigt sich auch dafür. Ein Narzisst könnte niemals zugeben, dass er im Unrecht war. 4. Er hört dir genau zu, wenn du ihm etwas erzählst. Wenn du ihm etwas mitzuteilen hast, dann hört er genau hin und versucht, sich in deine Gefühlswelt hineinzufühlen. Selbst wenn dieses Thema für ihn nicht interessant ist oder er sogar einer komplett anderen Meinung ist, wird er dich ausreden lassen. Er merkt, dass dir dieses Thema wichtig ist. Deshalb nimmt er sich die Zeit, hört dir zu und versucht, dich zu verstehen. 5. Er sieht immer die positive Seite. Es kann nicht immer alles nur Sonnenschein sein und das weiß er auch. Er versucht allerdings, auch an den schlechtesten Tagen immer das Positive zu sehen. Vor allem versucht er, immer für dich da zu sein und dich aufzumuntern, wenn es mal nicht so gut für dich läuft. Achte darauf, dass du auch das Gleiche für ihn tust. 6. Er würde nie deine Schwächen gegen dich verwenden. Ein Narzisst will gar nicht, dass du dich gut in deiner Haut fühlst. Für ihn ist es besser, wenn du an dir selbst zweifelst und dich schlecht fühlst. Ein guter Mann dagegen tut alles, damit du dich wieder besser fühlen kannst. Er versucht, dich aufzubauen und dir die positiven Dinge des Lebens zu zeigen. Er will einfach nur, dass es dir gut geht und du mit dir selbst zufrieden bist. 7. Er ist ehrlich und macht kein Geheimnis aus seinen Gefühlen. Er kann dir gegenüber seine Empfindungen und Gedanken ausdrücken. Ihr habt eine ehrliche Kommunikationskultur und könnt auch Probleme offen ansprechen. So könnt ihr Unstimmigkeiten gemeinsam lösen. Du wirst mit ihm nie das Gefühl haben, eure Beziehung in Frage stellen zu müssen. 8. Untreue ist nicht sein Ding. Er ist dir gegenüber immer offen und ehrlich. Du brauchst keine Angst haben, dass er dich hinter deinem Rücken hintergeht. Ihr könnt euch gegenseitig voll und ganz vertrauen. 9. Er prahlt nicht und ist lieber bescheiden. Auch wenn er etwas Bemerkenswertes erreicht hat, wird er nicht versuchen, damit anzugeben und sich in den Vordergrund zu drängen. Ein Narzisst dagegen ist so selbstverliebt, dass er immer Beifall will. Wenn er etwas geschafft hat, ein guter Mann braucht das nicht. Er weiß, dass du ihn wertschätzt und anerkennst und das reicht für ihn. 10. Er ist für dich da, ob Sonnenschein oder Regen. Er wird immer für dich da sein. Egal, ob es dir gut geht oder du gerade durch eine schwere Zeit gehst. Während ein Narzisst sich nur um sich selbst schert, ist es einem anständigen Mann wichtig, dich in jeglicher Lebenslage zu unterstützen. Auch wenn du gerade eine schlechte Phase durchmachst, wird er dir den Rücken stärken. So könnt ihr es gemeinsam auch durch dunklere Zeiten schaffen
und dann ist er natürlich auch an deiner Seite, um das Glück zu feiern. 11. Er will, dass du dich gut fühlst und dich selbst liebst. Er will, dass du dich als starke, selbstständige Person siehst, die sich selbst über alles liebt und mit sich zufrieden ist. Und dabei wird er dich mit allen Mitteln unterstützen. Er wird dir immer das Gefühl geben, dass du wertvoll und liebenswert bist. Er akzeptiert dich so, wie du bist und versucht nicht, dich zu ändern. 12. Er respektiert deine Grenzen. Er erkennt deine Grenzen an und wird nicht versuchen, diese irgendwie zu umgehen. Wenn du Regeln aufstellst, wird er auch alles dafür tun, sich daran zu halten und dir so den Respekt entgegenbringen, den du verdienst. Einem Narzissten ist es egal, ob du dich sicher oder respektiert fühlst. Er will nur seine Ziele erreichen, koste es, was es wolle. Einem anständigen Mann dagegen ist es wichtig, dass du dich bei ihm sicher und gut aufgehoben fühlst. Ich hoffe, dieser Beitrag kann dir dabei helfen, in Zukunft die guten Männer von den Narzissten zu unterscheiden. Das kann dir viel Kopfzerbrechen ersparen und dich vor schmerzhaften Erfahrungen und Leid bewahren. Denn du hast schließlich etwas Besseres verdient als einen Narzissten. 8 sichere Anzeichen dafür, dass du unter dem narzisstischen Opfersyndrom leidest. Ist es möglich, dass du es mit einem Narzissten zu tun hast? Vielleicht hattest du mal eine Beziehung mit einem Narzissten oder aber du befindest dich gerade in einer. Der beste Weg, um dies sicher zu wissen, ist zu bestimmen, ob du das sogenannte narzisstische Opfersyndrom hast. Es ist auch bekannt als Narziss-Opfersyndrom. Wie viele Menschen, die den narzisstischen und emotionalen Missbrauch erlitten haben, hast du es wahrscheinlich gar nicht bemerkt. Du wusstest nicht, wie dir geschah, bis du an einem Punkt fast den Wahnsinn erreicht hast und verzweifelt nach Gründen gesucht hast, warum sich deine märchenhafte Beziehung schwer verschlechtert hat. Außerdem hat die Person, die du liebst, dir das Gefühl gegeben, dass du nichts richtig machen kannst. Die Rettung der Beziehung liegt immer am fernen Horizont und hängt davon ab, inwiefern man etwas an sich selbst ändert. Was in diesem Fall aber schlichtweg unmöglich ist. Die Wahrheit ist nämlich, man kann einem Narzissten nie etwas recht machen. Es gibt einige sehr starke, zuverlässige Anzeichen dafür, dass du es mit einem Narzissten zu tun hast, welche aber mehr damit zu tun haben, wie sich sein Verhalten auf dich auswirkt. Wenn die folgenden Zeichen dein Leben beschreiben, ist dies ein Indikator dafür, dass du einen Narzissten in deinem Leben hast. Was bedeutet, dass eure Beziehungsprobleme zweifellos nicht deine Schuld sind. Hier sind sie, die 8 sicheren Signale dafür, dass du unter dem narzisstischen Opfersyndrom leidest. 1. Du zweifelst an deiner eigenen Vernunft. Narzissten machen bekanntlich gerne Gebrauch von der Gaslighting-Strategie. Dabei wollen sie das Opfer überzeugen, dass kein Missbrauch stattfindet. Narzissten können sich in die Gedanken des Opfers schleichen und es von dort aus kontrollieren. Das Opfer denkt dann, dass es überreagiert und sich Dinge einbildet. Der Narzisst sagt dem Opfer zum Beispiel, dass es zu empfindlich ist und das Opfer fängt nach einer Weile an, dies zu glauben und sich selbst zu manipulieren. Es hinterfragt seine eigene Vernunft und denkt, dass es selbst die ganze Zeit nur Fehler gemacht hat. 2. Du fühlst dich isoliert und zurückgezogen. Viele Narzissten isolieren ihre Opfer. Aber die Opfer isolieren sich auch selbst, weil sie sich für den Missbrauch schämen, den sie erfahren. Die Opfer isolieren sich manchmal sogar von Familienmitgliedern und Freunden. Sie befürchten, dass niemand sie verstehen oder ihnen glauben wird. Statt um Hilfe zu bitten, beschließen sie, sich von anderen zurückzuziehen, um ein Urteil und eine Vergeltung ihres Missbrauchers zu vermeiden. 3. Du stellst die Bedürfnisse anderer immer über deine eigenen. Du warst vielleicht einmal voller Lebenskraft. Jetzt hast du aber das Gefühl, als würdest du nur leben, um die Bedürfnisse und Ziele einer anderen Person zu erfüllen. Einmal schien sich das ganze Leben des Narzissten um dich zu drehen. Jetzt dreht sich dein ganzes Leben um ihn. Möglicherweise hast du deine Ziele, Hobbys, Freundschaften und deine persönliche Sicherheit in den Hintergrund gedrängt, um sicherzustellen,
dass sich dein Narzisst in der Beziehung zufrieden fühlt. Natürlich merkt man schnell, dass er niemals wirklich zufrieden sein wird, unabhängig davon, was du tust oder nicht tust. Mittlerweile hast du dich so sehr daran gewöhnt, deine eigenen Bedürfnisse hinten anzustellen, dass du es auch bei anderen Menschen tust. 4. Du denkst, dass du nicht gut genug bist. Narzissten verspotten dich aus vielen Gründen, auch weil sie dir selbst überlegen sein wollen. Der Hauptgrund, warum sie sich über die Triumphe ihres Opfers lustig machen, ist, dass sie danach streben, das Selbstwertgefühl ihres Opfers zu zerstören. Gibt es einen besseren Weg, um dich unter ihrer Kontrolle zu halten, als dich glauben zu lassen, dass du, egal was du erreichst, immer noch ein Verlierer bist? Leider funktioniert dies in vielen Fällen recht effektiv. Solltest du dich aufgrund deines Partners also wertlos oder nutzlos fühlen, dann ist dies ein klares Signal für das narzisstische Opfersyndrom. 5. Du hast das Gefühl, du kannst niemandem mehr vertrauen. Jede Person stellt jetzt eine Bedrohung dar und du bist besorgt über die Absichten anderer, insbesondere nachdem du die böswilligen Handlungen von jemandem erlebt hast, dem du einst vertraut hast. Da der narzisstische Täter hart daran gearbeitet hat, dich zu glauben, dass deine Erfahrungen irreal sind, fällt es dir schwer, jemandem zu vertrauen, auch dir selbst. 6. Du nimmst deine Narzissten in Schutz. Rationalisierung, Minimierung und Ablehnung des Missbrauchs sind häufig Überlebensmechanismen für Opfer in einer missbräuchlichen Beziehung. Es entsteht eine kognitive Dissonanz, wenn die Person, die behauptet, dich zu lieben, dich misshandelt. Und diese möchte man verringern. Darum überzeugen sich Missbrauchsopfer davon, dass der Missbraucher eigentlich nicht so schlimm ist oder dass sie etwas getan haben müssen, um den Missbrauch zu provozieren und es somit ihre eigene Schuld ist. 7. Du verhältst dich gegenüber allen Menschen überaus vorsichtig. Ein häufiges Symptom eines Traumas ist die Vermeidung von allem, was das Wiedererleben des Traumas darstellt. Ob es sich um Menschen, Orte oder Aktivitäten handelt, die diese Bedrohung darstellen. Du möchtest also auf keinen Fall, dass sich dein Narzisst aufregt. Darum versuchst du bloß keinen Fehler zu machen und läufst sozusagen auf Eierschalen. Auch dieses Verhalten überträgt sich meist auf andere Menschen in dem Leben des Opfers, so dass es sich gegenüber allen Menschen überaus vorsichtig verhält. 8. Du leidest unter Depressionen und Angstzuständen. Er missbraucht dich bis in den Kern deiner Seele. Obwohl der Narzisst vielleicht bei dir lebt, an deinem Tisch isst und neben dir im Bett schläft, hast du dich noch nie so einsam gefühlt. Du befindest dich oft zusammengerollt in deinem Bett wieder. Du weinst ständig und hast Angstzustände. Alles, was du dir wünschst, ist, dass er doch nur einen Funken Verständnis für dich aufbringen könnte. Du hoffst, dass er dich wenigstens versucht zu verstehen und dich in den Arm nehmen wird. Aber Narzissten haben meist nur Verständnis für sich selbst. Dies sind ebenfalls sichere Anzeichen für das narzisstische Opfersyndrom. Diese Sätze benutzen Narzissten meist in den drei Phasen ihrer Beziehung. Die meisten Narzissten teilen ein bestimmtes Verhaltensmuster. Sie kommunizieren auf ihrer eigenen Art und Weise und tendieren dazu, die gleichen Sätze zu benutzen. Meist sind diese Sätze abwertend gegenüber dem Partner und dienen dazu, sein Selbstbewusstsein klein zu halten. Je nachdem, in welcher Phase der Beziehung der Narzisst gerade steckt, benutzt er bestimmte Sätze. Hier sind die Sätze, die die meisten Narzissten in den drei Beziehungsphasen verwenden. 1. Die Idealisierungsphase. Oft entstehen Partnerschaften zu Narzissten recht schnell. Besonders dann, wenn zwei Menschen ähnliche Interessen haben. Ergänzen sie sich sozusagen. Das führt dazu, dass sie sich schneller aneinander gewöhnen. Die Intimität baut sich auf diese Weise schneller auf und das bedeutet leider nicht immer etwas Gutes. Wenn ein Mensch es anstrebt, schnell Intimität aufzubauen, kann er einfach nichts Gutes im Schilde führen. In der Idealisierungsphase macht ein Narzisst genau das. Er idealisiert seinen Partner, um möglichst schnell Intimität aufzubauen und seinen Partner an sich zu binden.
In dieser Phase der Beziehung wirst du Sätze hören, wie zum Beispiel: Ich glaube, dass wir uns gefunden haben. War Schicksal. Ich bin richtig verliebt. Ich glaube, so habe ich noch nie für jemanden empfunden. Du bist für mich mein einziger wahrer Freund. Wir brauchen nur uns, sonst niemanden. Du bist einfach perfekt. Ich glaube, ich habe meinen Seelenverwandten gefunden. Ich habe noch keine Frau wie dich kennengelernt. Du verstehst mich einfach. Du bist die Frau, mit der ich für immer zusammen sein möchte. 2. Die Abwertungsphase. Wenn der Narzisst seinen Partner an sich gebunden hat, wird er diese Fassade fallen lassen und sein wahres Gesicht offenbaren. Jetzt wird er anfangen, dich zu beleidigen und unter Druck zu setzen. Die Dinge, die er an dir zu Beginn so toll fand und weshalb er dich eigentlich liebte, sind nun die Dinge, die ihn an dir am meisten stören. Jetzt beginnt der Stress. Er fängt an, dich zu kritisieren und versucht, dein Selbstwertgefühl zu zerstören. Der Narzisst versucht aber gleichzeitig, die Illusion einer gesunden Beziehung in dir aufrechtzuerhalten, damit du dich darum bemühen möchtest. Er lässt dich also in dem Glauben, dass er dich liebt, aber dass du mit deinem Verhalten alles kaputt machst. Dies ist die Phase, in der dein Narzisst Folgendes zu dir sagen könnte: Du spinnst. Du bist einfach zu sensibel. Wenn du weiter so machst, mag dich bald keiner mehr. Alle meine Freunde können dich nicht leiden, aber ich versuche dich immer zu verteidigen. Du bist einfach schwach. Was ist verkehrt mit dir? Deine Freunde sind dir wichtiger als ich. Du brauchst nicht zu weinen, das hat keine Wirkung auf mich. Ich merke, dass du versuchst, mich zu manipulieren. Und zudem versucht der Narzisst, sein Verhalten zu erklären und so zu tun, als könne er nichts dafür, dass er so ist, wie er ist. Dabei könnte er folgende Sprüche verwenden: Meine Eltern haben mich so gemacht. Ich hatte nur schlechte Beziehungen und wurde immer nur betrogen. Liebe ist einfach schwierig. Ich bin komplett alleine, weil alle mich im Stich lassen. Ich habe einfach nur Angst, dich zu verlieren. Ich tue diese Dinge doch nicht mit Absicht. Ich bin einfach innerlich kaputt. Am Anfang war alles noch schön. Du bist selbstsüchtig und ich versuche dir immer alles recht zu machen. Du bist zu beschäftigt mit anderen Leuten. Ich kann nichts dafür, dass ich so bin. Ich habe ein Problem. Außerdem wird er versuchen, dir alles zu nehmen oder dir alles schlecht zu reden. Deine Freunde sind nicht gut für dich. Das findest du gut? Ich finde das furchtbar. Ich verstehe nicht, wie du so etwas lustig finden kannst. Ich weiß, dass deine Familie mich nicht leiden kann. Vielleicht ist es besser, wenn wir uns von ihnen fernhalten. Wenn du deine Freunde wieder vorziehst, bin ich weg. Sie versuchen auch ihre Vorzüge aus allen Dingen zu ziehen, indem sie folgende Dinge sagen: Ich hatte mehr Partnerschaften als du. Deshalb habe ich recht. Du kannst dich nicht so kleiden, weil ich es sage. Das sieht total dumm an dir aus. Dein Rock ist viel zu kurz. Ich möchte nicht, dass du so herumläufst. Du weißt, dass ich intelligenter bin. Wenn du irgendjemandem von ihm oder von seinem Verhalten erzählst, wird er wahrscheinlich wütend werden oder Rache suchen. Dabei könnte er Folgendes sagen: Ich kann dir nicht mehr vertrauen, da du es gebrochen hast. Ich werde mit keinem deiner Freunde mehr sprechen, da du mein Image zerstört hast. 3. Die Wegwerfphase. In der letzten Phase wird ein Narzisst seinen Partner komplett ausnehmen, bis er müde wird. Diese Phase erlangt er zum Beispiel, wenn er einfach kein Interesse mehr hat oder wenn er schon einen neuen Partner gefunden hat. Dann werden die Beleidigungen nur noch schlimmer. Denn er möchte unbedingt das letzte Wort haben. Alle finden dich beschissen. Du bist von Grund auf schlecht. Dich kann keiner lieben, weil du so bist, wie du bist. Ich habe dir alles gegeben, aber du hast es versaut.
viel Glück im Leben. Wahrscheinlich wirst du es allein verbringen. Du bist selbst schuld an deiner Situation. Du hast es dir selbst angetan. Einem Narzissten zu entfliehen ist gar nicht so leicht. Aber es ist der einzige Ausweg, wenn man nicht für immer in diesem toxischen Kreislauf gefangen sein möchte. Sollte man alles daran setzen, das Ganze zu beenden. Solch eine Beziehung kann extrem stressig sein und die Psyche stark belasten. Halte nicht an der Hoffnung fest, dass irgendwann alles besser wird. Es wird nicht besser. Es wird nur noch schlimmer, wenn du nicht handelst. Ich wusste, er war nicht perfekt. Aber mir war nicht bewusst, dass er ein Narzisst war, der mich zerstören wird. Ich habe ihm mein Herz geschenkt, obwohl er ein Narzisst war und mir war es einfach nicht bewusst. Er hat dafür gesorgt, dass ich dachte, dass ich selbst der Fehler bin. Ich dachte, dass ich verrückt bin und mit mir etwas nicht stimmt. Er hat mich bis an den Abgrund gedrängt. Ich fing an meinen Gedanken und an meinen Verstand zu zweifeln und alles in Frage zu stellen. Kurz bevor ich gesprungen wäre, realisierte ich eine Sache. Dieser Mensch war ein Narzisst. Er wusste ganz genau, dass ich ihn wahrhaftig liebte. Ihm gehörte um mein ganzes Herz und das war ihm bewusst. Darum wusste er auch, dass er alles mit mir machen könnte, was er wollte. Er würde damit durchkommen. Mir war klar, dass er zu Anfang etwas anders war als die anderen Männer. Er schien eine schwierige Vergangenheit zu haben und ich erinnere mich daran, dass viele Menschen mich vorher gewarnt haben, mit ihm etwas anzufangen. Sie sagten, er sei geschädigt und er würde das auf mich projizieren. Aber ich fühlte mich stark. Ich war blind und dachte, dass ich ihn ändern oder sogar helfen könnte. Ich dachte, dass alles, was er wirklich brauchen würde, meine bedingungslose Liebe sei. Ich dachte, dass ich ihn unterstützen könnte. Denn für mich war er ein Mensch, der viel Ablehnung in seinem Leben erlebt hat. All sein Schmerz rührte mich und ich wollte, dass sein Leben wieder einen Wert hatte. Darum habe ich mich damit abgefunden, dass er war, wie er nun einmal war. Seine Ausreden habe ich ohne Wenn und Aber akzeptiert und seine ständigen Entschuldigungen habe ich immer wieder angenommen. Mein Herz war einfach zu groß, um ihm den Laufpass zu geben. Ich trat in eine Art Illusion ein, von der ich mich nicht mehr so leicht losreißen konnte. Ich dachte, dass wir das Paar sein könnten, von dem ich immer geträumt hatte. Ich war naiv zu glauben, dass er sich ändern würde. Ich glaubte ihm alles, all seine Lügen. Und ich dachte, dass wenn ich ihm nur meine Liebe beweisen könnte, dann würde er verstehen, worum es wirklich geht. Ich dachte, dass er mich dann auch so lieben würde. Ich dachte, er bräuchte die Bestätigung, die er nie bekommen hatte in seinem Leben, um sein Herz zu öffnen. Und ich dachte, wenn ich immer treu an seiner Seite bleibe, wird er irgendwann erkennen, dass ich nicht so bin, wie die Menschen, die ihm in der Vergangenheit wehgetan und ihn verlassen haben. Ich entschied mich dafür, zu bleiben, in der Hoffnung, dass ich ihn ändern könnte. Ich dachte, dass die Liebe alles heilen könnte. Ich dachte, dazu müsste ich nur über seine Fehler hinwegsehen. Aber seine Fehler summierten sich immer weiter. Es hat eine halbe Ewigkeit gedauert, bis ich verstanden habe, wie toxisch er für mich war. Ich habe ewig gebraucht, um zu erkennen, dass allein seine Anwesenheit mich extrem negativ beeinflusst hat. Er sorgte dafür, dass ich mich unvollständig, unglücklich und unsicher fühlte. Ich dachte, ich sei schwach, obwohl ich es eigentlich gar nicht bin. Er hat mich von Grund auf geändert und mich zu einer verunsicherten Frau gemacht. Das hätte ich von ihm nie für möglich gehalten. Jeden Tag hatte ich wegen ihm einen Kloß im Hals. Und ich fing an, mich zu fragen, ob ich wirklich mit einem solchen Menschen mein Leben verbringen will. Will ich wirklich mein Leben lang dieses flaue Gefühl in meinem Bauch haben? Will ich wirklich, dass dieser manipulative Mensch der Vater meiner Kinder wird?
Endlich habe ich die Wahrheit erkannt. Dieser Mensch kehrt sich einen Dreck darum, wie es anderen geht. Er kümmert sich einzig und allein um sich selbst und um seine eigenen Bedürfnisse. Er spielte immer das Opfer und gab anderen die Schuld für seine eigenen Fehler. Er versteckte sich immer wieder hinter seinen Lügen. Und ja, ich habe eine Menge Zeit mit ihm verschwendet. Er tat mir absolut nicht gut. Er war unehrlich und konnte sich nicht binden. Er war nicht treu und war von Grund auf falsch. Er wollte, dass ich von ihm abhängig wurde und ließ mich denken, dass ich mit ihm viel besser dran wäre. Er pflanzte den Gedanken in meinem Kopf, dass ich ohne ihn nicht mehr klarkommen würde. Aber jetzt habe ich mehr Abstand zu dieser Situation gewonnen und kann die Dinge wieder klar sehen. Diese Reise bis hierhin war sehr lang. Aber ich bin dankbar dafür, dass ich nun an diesem Punkt angelangt bin, um die Dinge deutlich zu erkennen und zu sehen, wer er wirklich ist. Ich traf die Entscheidung, weil mir mein eigenes Wohl wichtiger ist als eine Partnerschaft oder irgendein Mann. Eines hat diese toxische Erfahrung sicherlich mit mir gemacht. Sie hat mich stärker gemacht. Ich weiß nun, dass ich zu vielem fähig bin und dass ich jemanden mit meinem vollen Herzen lieben kann. Diese Fähigkeit ist etwas, auf das ich sehr stolz sein kann. Und ich kann für mich selbst da sein und erkennen, wenn mir eine toxische Situation nicht gut tut. Ich bin dankbar für all das, was ich daraus gelernt habe und froh, dass dieses Kapitel nun abgeschlossen ist. Laut Experten: Der wahre Grund, warum ein Narzisst nach dem Kontaktabbruch zurückkommt. Hat dein narzisstischer Partner dich kürzlich für eine neue verlassen? Oder bist du endlich gegangen und wirst jetzt von ihm verfolgt und mit Nachrichten bombardiert? So überzeugend das Ganze auch scheinen mag, dies ist einfach nur dein Ex, der versucht, dich wieder in eine toxische Beziehung mit ihm zu bringen. Jede einzelne Handlung des Narzissten beruht auf einem pathologischen Bedürfnis, andere zu kontrollieren. Um einem Narzissten deine Liebe zu beweisen, musst du ihm all die Macht und Kontrolle überlassen und eine echte Marionette werden, deren einziger Zweck darin besteht, das falsche Image des Narzissten zu verbessern, dich um alle seine Bedürfnisse zu kümmern und sein Selbst zu akzeptieren. Und das Ganze ist nichts anderes als ein Missbrauch. Was der Kontaktabbruch mit einem Narzissten macht: Der Narzisst hat keine wirkliche Identität, nur eine Illusion von sich selbst, die auf seiner Fähigkeit beruht, andere Menschen zu kontrollieren. Wenn Narzissten diese Kontrolle verlieren, wird diese Illusion zerstört. Dies erklärt, warum sie in Turbogänge schalten, wenn du ihnen den Kontakt verwehrst oder sie ignorierst. Diese Situation macht den Narzissten klein, wertlos und machtlos. Er gerät in eine Art narzisstische Wut, weil er deine Aufmerksamkeit braucht, um sein falsches Image aufrechtzuerhalten. Wenn du in den Modus des Kontaktabbruches wechselst, verlagerst du die Kraft und die Macht auf dich selbst und der Narzisst verliert sein geistiges Wohlbefinden, weil er nicht nur seine Kontrolle, sondern auch seinen emotionalen Boxsack verloren hat, an dem er seine Wut und alle anderen negativen Gefühle auslassen kann. Narzissten sind niemals glücklich. Sie sind voller Eifersucht, Wut, Unsicherheit und Hass. Aus diesem Grund hat dein Narzisst eine Menge abscheuliche Absichten und er braucht jemanden, auf den er seine negativen Emotionen projizieren kann. Denke daran, wie du dich fühlst, nachdem du vom Narzissten zuerst gefüttert und dann abgelehnt wurdest. Du wurdest vielleicht nicht nur emotional, sondern auch finanziell missbraucht und wie eine Papiertüte von McDonald's weggeworfen. Vielleicht leidest du an Panikattacken, Angstzuständen, dem Stockholm-Syndrom, einem niedrigen Selbstwertgefühl oder Depressionen. Der Grund, warum du dich so fühlst, liegt nicht nur daran, wie du behandelt wurdest, sondern auch daran, dass die Art und Weise, wie der Narzisst sich selbst wahrnimmt, sich effektiv in dir verfestigt hat
Dies erklärt, warum Narzissten ihre Opfer abwerten und ablehnen müssen. Denn sobald das Opfer den Selbsthass des Narzissten nicht mehr aufnehmen und verinnerlichen kann, ist der Narzisst dazu gezwungen, ein neues Mittel zu finden. Dies ist auch der Grund, warum sie mit dem neuen Partner zufrieden sind. Dieser Mensch kennt die Agenda des Narzissten nicht und wird dementsprechend, was der Narzisst von ihm verlangt, genau tun. Aber wie bei dir und allen Partnern, die er vor dir oder nach dir hatte, wird auch das neue Angebot abgewertet und verworfen. Opfer glauben oft, dass wenn der Narzisst nach dem Kontaktabbruch zurückkommt, es daran liegt, dass er wirklich verliebt ist. Gestatte mir, die Perspektive des Narzissten zum Thema Liebe zu teilen, die von John Howell geschrieben wurde. Dies ist der Liebesbrief eines Narzissten. Wenn ich sage, ich bin in dich verliebt. Wenn ich sage, ich bin in dich verliebt, meine ich liebe die Art, wie ich mich fühle, wenn ich in dich verliebt bin. Ich liebe mich durch dich. Ich liebe es, mich durch meine Augen zu sehen. Ich liebe es, mich durch meine Augen zu sehen und mir vorzustellen, wie ich durch deine Augen sehe. Ich liebe es, jemanden zu haben, der ich meine Geschichten erzählen, meine Meinung äußern und mit dem ich meine tiefgreifenden Theorien und Überzeugungen über die wichtigen Dinge im Leben teilen kann. Ich liebe es, mich diese Dinge sagen zu hören, wenn ich mir vorstelle, wie sie für dich klingen und wie fasziniert ich von dir bin. Wenn ich sage, ich bin in dich verliebt, liebe ich es, jemanden zu haben, der schön ist, wie ein neues Outfit. Ich liebe die Art, wie du dich für mich fühlst. Ich liebe die Art, wie ich mich fühle, wenn du bei mir bist. Wenn ich sage, ich bin in dich verliebt, liebe ich es, nicht allein zu sein. Ich liebe es, ein ganztägiges, persönliches Publikum zu haben. Wenn ich sage, ich bin in dich verliebt, meine ich liebe es, dein Geheimnis, dein Rätsel zu sein. Das zu sein, das dich nachts wach hält, deine Besessenheit. Ich liebe es, dein Altar, dein Sakrament, deine Ikone, dein Wunder zu sein. Ich liebe es, deine Antwort zu sein. Ich liebe es, Gegenstand deines Opfers zu sein. Ich liebe es, dein Schmerz zu sein. Wenn ich sage, ich bin in dich verliebt, meine ich bin verliebt in deine Sonne. Monopolisiere deine Umlaufbahn, bin deine Schwerkraft, halte dich nieder. Egal wie sehr du versuchst zu springen oder zu fliegen, ich halte dich davon ab, halte dich bei mir. Wenn ich sage, ich bin in dich verliebt, meine ich bin verliebt in das Atmen deiner Luft, das Saugen deines Blutes, das Essen deiner Träume. Ich bin verliebt in deine Droge. Wenn ich sage, ich bin in dich verliebt, meine ich liebe die Geschichte, die ich meinem nächsten Partner erzählen kann, über meinen Ex-Partner darüber, wie schön die Dinge waren, wie intensiv, wie das Bilderbuch, was für ein Paar wir waren und wie du allmählich, unerklärlich, schmerzhaft, Stück für Stück verschwandst. Laut Psychologen: Das passiert, wenn ein Narzisst weiß, dass du ihn durchschaut hast. Stehst du gerade am Anfang deiner Heilung nach einem narzisstischen Missbrauch? Wenn ja, wirst du wahrscheinlich wissen, was ein pathologischer Narzisst ist und wozu er fähig ist. Aber was passiert, wenn der Narzisst weiß, dass du ihn durchschaut hast? Pathologischer Narzissmus existiert in einem Spektrum mit einer Vielzahl unterschiedlicher Profile. Die Art und Weise, wie jeder Narzisst reagiert, wenn er weiß, dass du ihn durchschaut hast, ist daher unterschiedlich. Es gibt jedoch Gemeinsamkeiten. In diesem Artikel wirst du erfahren, wie ein Narzisst höchstwahrscheinlich reagieren wird, wenn du ihn durchschaut und er es mitbekommt. 1. Er zeigt narzisstische Wut. Dies ist eine Wut, wie du sie noch nie gesehen hast.
Es ist die äußere Manifestation des inneren Kurzschlusses eines Narzissten. Dies zeigt ihre völlige Unfähigkeit, mit der Wahrheit umzugehen, wer sie sind. Es ist die Wut, die dadurch ausgelöst wird, dass man sie als schwach, unkontrolliert und falsch entlarvt hat. Dein Blick auf das, was unter ihrer Ablehnung liegt, gibt ihnen das Gefühl, fehlerhaft zu sein. Und das ist es, wovor sie sich ein Leben lang zwanghaft verstecken. Im Moment der narzisstischen Wut sind Narzissten völlig außer Kontrolle und geraten. Der Ausdruck ihrer Wut wird variieren, aber je größer die narzisstische Verletzung ist, desto größer ist die Reaktion, welche von verbalen Attacken bis zu körperlicher Aggression führen kann. 2. Er reagiert mit Grausamkeit. Nach der narzisstischen Wut geht es zurück zu einer kalkulierten Manipulation und dem üblichen Missbrauch. Es ist die Rückkehr von der Unkontrolliertheit und zur vollständigen Kontrolle und Berücksichtigung aller Handlungen und Verhaltensweisen. Nicht nur, um dir eine Lektion darüber zu erteilen, wer die Macht und die Kontrolle über dich hat, sondern auch, um dich zu bestrafen. Der Narzisst will jetzt einen Schaden anrichten, weil er in seinen Augen erstens dazu berechtigt ist und zweitens du es verdienst. Wie sieht diese Grausamkeit aus? Dies hängt wiederum vom Geschmack und den Angewohnheiten des Narzissten ab. Er wird übliche Strategien anwenden, das Wissen über dich nutzen und basierend auf deinen Schwachstellen, die du ihm mitgeteilt hast, angreifen. Er wird Gebrauch von Gaslighting machen. Das bedeutet, dass er versuchen wird, deinen Sinn für Realität und für deine psychische Gesundheit in Frage zu stellen. Außerdem wird er versuchen, dich zu isolieren und dich zum Beispiel von deinen Kindern, deiner Familie oder deinen Freunden fernhalten, ohne triftigen Grund. Dinge, von denen du abhängig bist, wird er versuchen, dir wegzunehmen. Dies könnten unter anderem auch finanzielle Mittel sein. Außerdem könnte er falsche Informationen über dich verbreiten und deinen sozialen Status untergraben. Ihm sind wirklich alle Mittel recht und er kennt dabei keine Grenzen. 3. Er versucht, dich zurück in die Beziehung zu holen. Wenn der Narzisst glaubt, dass es immer noch eine Möglichkeit gibt, um dich einer Gehirnwäsche zu unterziehen und dich zurück in die Beziehung zu holen, wird er es versuchen. Dabei kannst du Folgendes erwarten. Er wird dich womöglich mit Liebeserklärungen bombardieren, dir Versprechungen für die Zukunft machen oder dir Komplimente machen, die du nie zuvor von ihm gehört hast. Es könnte auch so sein, dass er dir eine Entschuldigung liefern wird. Aber dies wird eine Entschuldigung ohne Aufrichtigkeit, Verantwortlichkeit oder Empathie sein. Sie könnten jedoch ähnlich wie die Liebeserklärungen von ihm veröffentlicht werden, um dir das zu geben, was du hören möchtest. Er wird auch versuchen, Angst und Schuldgefühle in dir zu wecken. Er wird dich bitten und Forderungen stellen, um deine tiefsten Wunden zu stimulieren und um dich wieder in die Beziehung hineinzuziehen. Diese klingen möglicherweise so: Wie konntest du mir das antun, nachdem ich alles für dich getan habe? Oder er wird sagen: Niemand wird dich jemals so lieben wie ich. Lass ihn nicht dein Marionettenmeister sein. Du bist keine Marionette. Schneide diese Seiten jetzt ab. 4. Er beendet es. Auf der anderen Seite wird die letzte Phase des Zyklus des narzisstischen Missbrauchs eingeleitet. Sobald er bemerkt, dass er dich verloren hat. In den meisten Fällen hat der Narzisst bereits alternative Partner am Start. Diese werden häufig vor dem Abschluss kontaktiert und intensiviert, um sicherzustellen, dass du dir bewusst bist, dass du austauschbar bist. Dies soll zusätzlich als Bestrafung dienen. Dann wird er dich fallen lassen. Solltest du ihm hinterherlaufen, wird er es genießen, dich abzuservieren und dir zu sagen, dass es nun zu spät sei. Was kannst du tun? Wie du sicherlich weißt, sind viele der angeführten missbräuchlichen Taktiken schon in der Beziehung mit einem Narzissten vorhanden. Was ist also der Unterschied, sobald der Narzisst weiß, dass du ihn durchschaut hast, besteht der Unterschied darin, dass er nichts mehr zu verlieren hat. Denke daran, dass die Angst und die unzähligen anderen negativen Folgen für dein Wohlbefinden, die du durch den Missbrauch des Narzissten erleidest, die Gründe sind, warum du dich befreien musst.
Du wusstest schon in der Beziehung, dass er dazu fähig ist und genau deshalb musst du dem jetzt standhalten und gehen. Und ganz wichtig, du bist nicht alleine. Es gibt Hilfe. Wenn du Unterstützung bei dem Verlassen deiner missbräuchlichen Situation benötigst, wende dich an deinen örtlichen Dienstleister für häusliche Gewalt oder an gute Freunde, die dir helfen können, stark zu bleiben. Auch psychologische Unterstützung kann dabei helfen, seinen Selbstwert aufzubauen bzw. beizubehalten. Wach auf aus diesem Albtraum und mach dich endlich frei. Du hast es verdient, frei und glücklich zu sein. Also nimm dir, was dir zusteht. 23 Dinge, die Narzissten am meisten hassen und fürchten. Narzissten sind keine mutigen Individuen. In Wahrheit gibt es einige Dinge, die sie nicht ausstehen können und vor denen sie sich sogar fürchten. Hier ist die Top 23 der Dinge, die Narzissten am meisten hassen und fürchten. 1. Frieden und Ordnung. Wenn es eine Sache gibt, die einem Narzisst Angst macht, dann sind es Frieden und Ordnung. Denke eine Sekunde nach. Warum werden sie verrückt, wenn du nicht auf ihre Taten reagierst? Weil die meisten Narzissten nicht so entwickelt sind, wie sie selbst denken, können sie nicht mit sich selbst in Frieden sein. 2. Kritisiert zu werden. Diese Leute werden dich sofort kritisieren und Kommentare darüber machen, wie du aussiehst, gehst und redest. Aber wenn du sie mal kritisieren solltest, wird es nicht spaßig mit ihnen. Diese Angst, die narzisstische Menschen in Bezug auf Kritik haben, kommt von einem extrem schwachen und fragilen Ego. Dies ist genau der Grund, warum sie ständig Fehler in allem um sich herum finden müssen. 3. Verraten zu werden. Es ist in Ordnung, wenn sie uns verraten, weil in ihren Gedanken jeder jeden verrät. Wir sollten aber besser sicherstellen, dass wir sie niemals verraten. Diese Angst, dass sie verraten werden, ist ein Ergebnis ihres fragilen Egos. Es fühlt sich für sie an, als würden wir sagen, dass sie nicht genug sind. Daher besteht für sie die Notwendigkeit, so viele Freunde, auffällige Autos, schöne Kleidung und generell viele Dinge auf Vorrat zu haben. 4. Gedemütigt zu werden. Sie hassen die Idee, gedemütigt zu werden. Diese irrationale Angst zu denken, dass jeder darauf aus ist, dich dumm aussehen zu lassen oder dich nur verletzen zu wollen, ist eine unentwickelte Art zu denken und zu leben. Sie sind das fehlende Glied in unserer Entwicklung. Ein Empath zu sein ist ein Schritt in unserer Entwicklung. Demütigung bedeutet für sie ein Zeichen von Schwäche. 5. Einsamkeit. Mit Menschen zusammen zu sein bedeutet nicht immer, dass du dich nicht allein fühlen wirst. In der Tat ist dies vielleicht die schlimmste Art von Einsamkeit, die man jemals fühlen kann. Einsamkeit für einen Narzisst ist wie eine Hölle. Denn trotz ihrer Einstellung mögen sie sich nicht so sehr, wie sie möchten, dass andere es glauben. 6. Abgelehnt zu werden. Die Ablehnung ist für Narzissten wie das Gefühl, verbrannt zu werden. In einer neuen Studie mit funktioneller Magnetresonanztomographie, FMRT, haben Forscher herausgefunden, dass dieselben Hirnnetzwerke, die aktiviert werden, wenn du beispielsweise von heißem Kaffee verbrannt wirst, auch aufleuchten, wenn du an einen Liebhaber denkst, der dich abgelehnt oder zurückgewiesen hat. 7. Nicht respektiert zu werden. Weil sie sich wertlos fühlen. Wenn jemand sie nicht respektiert, wird nur bestätigt, dass sie wirklich wertlos sind und Respektlosigkeit gegenüber ihnen kann in vielen Formen auftreten, die uns nicht wirklich respektlos erscheinen. Zum Beispiel, nicht Hallo zu ihnen zu sagen oder ein Leben ohne sie zu führen. 8. Ignoriert zu werden. Ihre Angst, ignoriert zu werden, lässt sie einige der schlimmsten und bizarrsten Dinge tun, die du jemals bei Erwachsenen sehen wirst. Dies sind die Leute, die sich anschleichen, Gerüchte verbreiten, in dein Haus einbrechen, dich verbal und sogar körperlich angreifen. 9. Älter zu werden. Narzissten haben Angst, alt zu werden. Sie wissen, dass sie ihr Aussehen, ihren Charme und ihren Status gegenüber anderen verlieren werden. Wie ein alter Löwe werden sie weglaufen,
um alleine zu sterben. 10. Eine Person, die Selbstbewusstsein hat. Selbstachtung wird einen Narzissten verärgern. Und der Grund dafür ist, dass sie dich nicht festhalten und zu einer Person schmieden können, die sie wollen. Genau deshalb suchen sie immer nach Menschen, die verletzlich sind. Narzissten sind im wahrsten Sinne des Wortes Feiglinge. 11. Menschen, die ihren Selbstwert kennen. Sie hassen eine Person, die ihren Wert kennt, weil sie diese Person dann nicht haben können. Warum? Weil sie weiß, wer sie ist. Reicht es nicht aus, die Person an festzuhalten. Anstatt zu versuchen, im Leben höher zu kommen, werden Narzissten versuchen, andere nach unten zu ziehen. 12. Erfolgreiche Menschen. Narzissten schimpfen über die Idee, dass andere Menschen im Leben erfolgreich sind. Deshalb versuchen sie immer, andere zu sabotieren und niederzureißen. Nicht alle narzisstischen Menschen werden erfolgreich. Darum mögen sie erfolgreiche Menschen umso weniger. 13. Jemanden, der mutig ist. Ähnlich wie eine Person, die Vertrauen hat, ist eine Person, die Mut hat. Narzissten können diese Art von Menschen nicht ertragen. 14. Menschen mit Würde. Würde, Integrität, Moral sind für den Narzisst ein Greuel. Diese Eigenschaften sind für sie wie Gift. Sie wollen Menschen mit Würde daher unbedingt vermeiden. 15. Dein Haustier, falls du eins besitzt. Sie treten nicht nur deine Katze, sondern schlagen auch deinen Hund. Diese Leute haben keine Grenzen. Es ist ihnen einfach egal. Außerdem können sie es nicht ertragen, wenn du deinen Tieren Aufmerksamkeit schenkst. 16. Deine Kinder. Falls du welche hast, wenn du Kinder haben solltest, werden Narzissten mit diesen Kindern um deine Aufmerksamkeit kämpfen. Wie ein Vierjähriger, der gerade das Neugeborene trifft. Sie werden eifersüchtig auf die Kinder. Darum verabscheuen sie sie. 17. Deine Familie. Sie werden versuchen, dich von deiner Familie zu isolieren. Lass das nicht zu. Denn das ist einfach nur der Neid, der aus dem Narzissten spricht. Er möchte dich ganz für sich alleine haben. 18. Deine Freunde. Und es sind nicht nur die Familie, deine Kinder und Haustiere. Narzissten werden nicht wollen, dass du mit deinen Freunden rumhängst, weil sie denken, dass sie dich von ihnen wegnehmen werden. 19. Deine Ex-Freunde. War er größer als ich? Wie war er im Bett? Diese Fragen wird dir der Narzisst stellen, weil er furchtbar eifersüchtig auf deine Ex-Freunde ist. 20. Die Tatsache, dass sie irgendwann sterben müssen. Narzissten wissen, dass sie nicht für immer hier sein werden. Deshalb versuchen sie, so viel wie möglich zu beschädigen. 21. Vergessen zu werden. Der Grund, warum so viele dieser Narzissten so viele böse Dinge tun, ist, dass sie Angst haben, vergessen zu werden. Der einzige Weg, an den sie sich erinnern können, besteht darin, schlechte Dinge zu tun. 22. Etwas zu verpassen. Ihre Angst, etwas zu verpassen, ist eine Sucht. Deshalb schicken sie ihre Spione, um dich im Auge zu behalten. Sie mögen dich ablehnen, aber sie beobachten dich immer noch wie die Stalker. 23. Sich selbst. Was Narzissten am meisten fürchten und hassen, sind sie selbst. Hinter der Tapferkeit steht nichts weiter als eine Person, die so im Unreinen mit sich selbst ist. Die Art und Weise, wie sie handeln, zeigt nur, dass sie Menschen sind, die so weit von sich selbst entfernt sind. Sie verletzen andere, weil sie tief im Inneren verletzt sind. Aus diesem Grund kontaktieren Narzissten ihre Ex wieder. Die Beziehung ist schon länger vorbei, aber dein narzisstischer Ex-Partner meldet sich wieder bei dir. Was hat das zu bedeuten? Ein normaler Mensch versteht, dass Schluss wirklich das Ende der Beziehung bedeutet. Aber Narzissten denken nicht so. Für sie ist es noch nicht vorbei. Sie melden sich nach einiger Zeit wieder bei ihrer Ex-Partnerin oder versuchen auf eine andere Weise, irgendwie Kontakt aufzubauen. Er hinterlässt dir vielleicht ein Like auf Instagram oder schickt dir eine Nachricht. Auf diese Weise will er sich dir wieder annähern. Du solltest dich davon nicht beirren lassen, ganz egal, was er sagt. Denn es kann nichts Gutes dahinter stecken.
Narzissten tun in diesem Fall oft so, als wären sie unendlich traurig und allein. Sie spielen das Opfer, weil sie genau wissen, dass sie damit Mitleid erregen können. Fall nicht darauf rein. Du brauchst diesen Menschen nicht in deinem Leben. Er wird wahrscheinlich Sex wollen, weil er dich ja so vermisst. Aber er wird das nur wollen, weil er wieder die Kontrolle über dich haben möchte. Denn das ist es, was Narzissten antreibt. Sie wollen deine positive Energie absorbieren und ihr eigenes Ego damit nähren, während du selbst zugrunde gehst. Und dann, sobald sie bekommen, was sie wollten, brauchen sie dich nicht mehr. Daher kann man sie auch mit Menschen vergleichen, die von Drogen abhängig sind. Sobald die Wirkung nämlich nachlässt, suchen sie dich wieder auf und versuchen dich um den Finger zu wickeln. Sie finden keine innere Ruhe, denn sie sind nicht im Reinen mit sich selbst. Sie fühlen sich extrem leer und einsam und wollen diese Leere kompensieren, indem sie andere Menschen emotional missbrauchen. In seltenen Fällen kann es passieren, dass Narzissten sich ändern und plötzlich zu besseren Menschen werden. Aber dies ist leider nur bei der Minderheit der Fall. Nur sehr wenige Narzissten können ihre Fehler einsehen und sich bessern. Es passiert nur selten, dass sich ein Narzisst dazu entscheidet, sein Leben in die Hand zu nehmen und seiner Ex den Freiraum gibt, der ihr zusteht. Die meisten sind zu egoistisch, um an die Gefühle der Ex-Partnerin zu denken und sie zu berücksichtigen. Warum genau suchen Narzissten also nun Kontakt zu ihrer Ex? Narzissten werden nach der Trennung meist sogar noch viel schlimmer, als sie es in der Beziehung waren. Sie werden noch gemeiner und noch rücksichtsloser. Manchmal werden sie sogar aggressiv. Sie finden in diesem Moment tausend Gründe, um ihrer Ex die Schuld für die Situation zu geben. Und das Schlimmste ist, dass Menschen, die nach der Beziehung zu einem Narzissten ihr Selbstwertgefühl verloren haben, dies sogar glauben. Bitte denke nicht so. Du musst jetzt unbedingt stark sein und realisieren, dass er nur die Bestätigung von dir bekommen möchte, um dich wieder zu verführen. Er will wieder mit dir alles machen können, wie es zuvor der Fall war. Aber da möchtest du doch nicht wieder hin, oder? Manchmal suchen Narzissten auch den Kontakt zu den Freunden ihrer Ex, um über sie wieder Kontakt zu dir aufzunehmen. Sie versuchen, sie auf ihrer Seite zu ziehen, damit die Ex-Partnerin glaubt, dass er doch nicht so ein schlechter Mensch ist, wie er es mal war. Du solltest deine Freunde davor warnen. Sag ihnen, wie er in der Beziehung zu dir war. Sie werden dir vertrauen und glauben und sie werden sich nicht von ihm um den Finger wickeln lassen. Wenn ihr ihn gemeinsam abwehrt, wird es für ihn viel schwieriger, um dich wieder zu beeinflussen. Ein weiterer Punkt ist, dass Narzissten so viel lügen, dass sie ihre eigenen Lügen als wahr empfinden. Sie haben den Bezug zur Realität verloren und kennen ihre eigenen Schwächen nicht. Darum halten sie sich meist für perfekt. Darum kann es sehr gut sein, dass dein narzisstischer Ex dir Lügen auftischen wird, die so überzeugend herüberkommen, dass man sie ihm fast abkauft. Er sucht aber eigentlich nur Kontakt zu dir, weil er dich wieder ausnutzen will. Er denkt, dass sich deine Welt immer noch um ihn dreht und dass es ein leichtes Spiel sein wird, um dich wieder zurück in die Beziehung zu holen. Beweise ihm das Gegenteil. Das Problem ist, dass Menschen süchtig davon werden. Hierzu gibt es verschiedene Theorien. Manche denken, dass man nicht wirklich süchtig von einem Menschen werden kann. Aber Fakt ist, dass manche Menschen süchtig von Beziehungen mit Narzissten sind. Denn der Narzisst gibt einem auch etwas, wonach man nach einer Weile Sehnsucht entwickelt, wenn es nicht mehr vorhanden ist. Narzissten geben dir nicht alles und stehen zu dir. Sie geben dir eine Menge und versprechen dir dann mehr. Diese Aussicht gibt dem Partner Hoffnung, so dass er sich etwas von der Partnerschaft verspricht. Diese Hoffnung veranlasst den Partner dazu, Liebe und Vertrauen in die Beziehung zu stecken. Allerdings wird der Narzisst sein Wort nicht halten. Er wird seinen Partner fallen lassen. Und in dem Moment wird der Partner zwar denken, dass es ein Fehler war, sich zu öffnen, aber diese Zweifel werden ganz schnell wieder ausgelöscht, da der Narzisst es schafft, wieder neue Hoffnung zu kreieren. Und so geht es immer weiter. Wenn du also wirklich von deinem narzisstischen Ex-Partner loskommen möchtest, dann solltest du ihm diesmal nicht mehr glauben. Du hast dich von ihm getrennt und das hatte wahrscheinlich gute Gründe.
lass dich nicht mehr von ihm kontrollieren und gib ihm endlich den Laufpass. Wenn du diese 5 positiven Eigenschaften besitzt, ziehst du Narzissten immer wieder an. Wenn Menschen aus Beziehungen zu einem Narzissten aussteigen, sind sie manchmal hart zu sich selbst. Sie denken darüber nach, wie sie sich in Beziehungen hätten einmischen können oder warum sie so lange geblieben sind. Darüber hinaus glauben andere außerhalb der Beziehung, die noch nie mit einem Narzissten zu tun hatten, dass der Ex-Partner etwas an sich hatte, das den Narzissten irgendwie angezogen hat. Es stellt sich heraus, dass sie recht haben. Es ist jedoch nicht ganz das, was sie erwartet hatten. Narzissten haben ein starkes Bedürfnis nach Bewunderung und Vergötterung. Sie haben fragile Egos und wenn die Menschen um sie herum andere Meinungen haben, sehen sie dies oft als Kritik an und versuchen, diejenigen zu bestrafen, die es wagen, nicht zuzustimmen. Darüber hinaus schätzen sie den Schein und schmücken sich mit Erfolg, selbst wenn sie auf den Erfolgen anderer beruhen. Durch ihre selbst wahrgenommene Überlegenheit fühlen sie sich berechtigt, mit jedem und allem in Verbindung zu treten. Dies lässt sie als die wichtigste Person im Raum erscheinen. Infolgedessen gibt es bestimmte Persönlichkeitsmerkmale, die für Narzissten äußerst wünschenswert in Bezug auf ihren Partner sind. Viele dieser Eigenschaften sind wahrscheinlich die gleichen, die die Freunde und Familienmitglieder der Partner an ihnen schätzen. Narzissten wissen jedoch leider, wie sie diese Eigenschaften zu ihrem Vorteil nutzen können und wie sie somit ihren Partner kontrollieren und manipulieren können. Hier sind sie, die 5 positiven Eigenschaften, die jeden Narzissten anziehen. 1. Der mit dem guten Herzen. Narzissten suchen Menschen, von denen sie glauben, dass sie im Wesentlichen gut sind. Diese Eigenschaft macht es für die Partner sehr schwierig zu gehen, wenn der Narzisst sagt, dass er sich ändern kann. Denn der Partner hat Güte und projiziert sie auf den Narzissten. Zu akzeptieren, was wirklich in der Beziehung passiert ist, bedeutet im Wesentlichen, dass das Opfer seine eigene Perspektive und seine Werte ablegt und durch neue ersetzt. Es kann eine schmerzhafte und schwierige Erkenntnis sein, wenn man sich damit auseinandersetzt, dass einige Menschen absichtlich andere verletzen und ausbeuten wollen. 2. Der Geber. Narzissten suchen Menschen, die alles geben. Wenn die Beziehung nicht ganz ausgeglichen ist, setzt der Narzisst darauf, dass der Partner eine natürliche Tendenz dazu hat, sich um andere zu kümmern und sich dabei nicht zu beschweren. Denn manche Menschen haben einfach Freude daran, anderen viel zu geben. Sie sind von Natur aus aufopfernd. Narzissten betrachten dieses Verhalten jedoch nicht als besonderes Geschenk, um es zu schätzen und dafür dankbar zu sein. Sie fühlen sich dazu berechtigt, diese Eigenschaft auszunutzen, weil sie ja schließlich so außergewöhnlich sind. Für sie ist es eine ausgeglichene Beziehung, weil ihr Partner das Glück hat, mit ihnen in einer Beziehung zu sein. 3. Der Einfühlsame und Verzeihende. Wie wir alle wissen, mangelt es Narzissten an emotionalem Einfühlungsvermögen. Sie suchen jedoch nach Menschen, die einen höheren Grad an Einfühlungsvermögen haben als normal. Manchmal werden diese Menschen auch als Empathen bezeichnet. Narzissten erzählen oft Geschichten darüber, wie sie betrogen worden sind oder auf andere Weise misshandelt wurden, oder sie haben andere Leidensgeschichten über Dinge, die ihnen in ihrer Vergangenheit passiert sind. Damit treffen sie bei einem Empathen natürlich mitten ins Herz. Es ist nichts Falsches daran, Informationen über sich selbst zu teilen, wenn man jemanden kennenlernt. Narzissten tun dies jedoch strategisch oder erfinden diese Dinge sogar, um Empathen dazu zu bringen, ihre Schutzmauern frühzeitig fallen zu lassen. Wenn der Narzisst dann sein schlechtes Verhalten auf Dinge zurückführt, die in der Vergangenheit passiert sind, wird der Partner sich für sein eigenes Verhalten wahrscheinlich entschuldigen. 4. Der einiges zu bieten hat. Jeder Narzisst denkt, er hat einen hohen Stellenwert. Sie wollen immer gut vor anderen aussehen. Daher müssen die Menschen, die sie in ihre sozialen Kreise bringen, irgendwie gut aussehen lassen. Somatische Narzisstinnen sind besessen von ihrem Körper, ihrer Jugend und ihrem äußeren Erscheinungsbild und verbringen viel Zeit im Fitnessstudio und vor Spiegeln.
Sie konzentrieren sich in der Regel darauf, wie ihr Partner physisch aussieht und wie die beiden als ein sexy Paar gesehen werden. Zerebrale Narzissten sind die Besserwisser und betrachten sich als die Intelligentesten im Raum. Die versuchen, die Menschen mit ihren Leistungen und Machtpositionen zu beeindrucken. Sie sind vor allem am sozialen Status ihres Partners interessiert. Kein Narzisst möchte von seinem Partner überstrahlt werden. Aber sie möchten einen Partner in der Nähe, der ihren Status verbessert. Ihre Partner sind für sie Objekte, die sie zur Schau stellen können. 5. Der Lockere und Entspannte. Narzissten haben ein starkes Bedürfnis zu gewinnen und Recht zu haben. Sie fühlen sich dazu berechtigt, andere Menschen in ihrer Nähe zu trainieren, damit sie gehorsam sind. Sie mögen Zwang und sie mögen Taktiken, die sie anwenden können, um sich durchzusetzen. Partner von Narzissten sind aber meist mehr an Harmonie interessiert, als daran, dass ihre Meinung gehört wird oder ihren Willen durchzusetzen. Sie lassen das Thema fallen und gehen mit dem Fluss. Diese Menschen sind die natürlichen Friedensstifter jeder Gruppe. Für Narzissten bieten sie die perfekte Gelegenheit, einen Partner zu regieren. Es ist diese einzigartige Mischung positiver Eigenschaften, die für Narzissten attraktiv ist. Und Menschen, die aus diesen Beziehungen hervorgehen, sollten lernen, diese Eigenschaften zu schützen, nicht zu ändern. Obwohl Narzissten auch individuelle Schwächen ausnutzen, die Partner möglicherweise hat, sollten die Partner aufhören zu glauben, dass sie nicht gut genug sind. Denn auf diese Weise wird sie der Narzisst auf Dauer zerstören. Vor diesen 5 Dingen fürchten Narzissten sich am meisten. Haben Narzissten vor irgendetwas Angst? Manche glauben, dass sie vor nichts zurückschrecken. Sie wirken oft sehr selbstsicher und bestimmend. Darum glauben viele, dass sie vollkommen furchtlos sind. Aber das stimmt nicht. Denn es gibt 5 Dinge, vor denen Narzissten besonders Angst haben. Welche das sind, erfährst du in diesem Artikel. 1. Nicht beachtet zu werden. Dies ist ein Kinderspiel. Einen Narzissten zu ignorieren bedeutet, ihm überhaupt keine Aufmerksamkeit zu geben, und ohne Aufmerksamkeit stirbt der Narzisst einen langsamen Tod. Deshalb würden manche Narzissten es lieber vorziehen, gehasst als ignoriert zu werden. Negative Aufmerksamkeit ist immer noch Aufmerksamkeit und gibt ihnen zumindest eine Bestätigung dafür, dass sie noch existieren. Wenn du einen Narzissten ignorierst, ist es für ihn beängstigend. Sie sind sich dann nämlich nicht mehr sicher, ob sie ohne deine Aufmerksamkeit existieren. Du merkst schon, dass Narzissten eigentlich extrem abhängig von den Menschen in ihrer Umgebung sind. Sie nähren sich von den positiven Energien anderer, wie blutsaugende Vampire. Dabei wirken sie nach außen hin so stark. Fällt eine emotionale Stütze jedoch weg, fällt das ganze Kartenhaus zusammen. 2. Ablehnung. Narzissten haben Angst, abgelehnt oder verlassen zu werden. Deshalb geraten sie in Wut und bestrafen und bedrohen dich, wenn du drohst, sie zu verlassen. Sie lieben es, dich zu terrorisieren, wenn du versuchst zu entkommen. Einen Narzissten abzulehnen bedeutet, dass das Falsche selbst ablehnst, welches er so sorgfältig konstruiert hat. Dieses Falsche selbst abzulehnen negiert seinen gesamten Existenzgrund, da das wahre Selbst plötzlich völlig unzugänglich für ihn ist und das Falsche selbst nicht alleine überleben kann. Er hängt völlig von der Zustimmung und Aufmerksamkeit anderer ab, von denen er sich wie ein Vampir ernährt. Wenn du einen Narzissten ablehnst, ist er gezwungen, sich seiner eigenen Leere zu stellen und nichts macht ihm mehr Angst als das. Er wird darum kämpfen, um dies zu vermeiden, auch wenn dies bedeutet, dass er dich dabei zerstören muss. 3. Ausgelacht zu werden. Narzissten haben keinen Sinn für Humor. Sie können grausam über dich lachen. Wenn du fällst und dir den Arm brichst, und sie können über das Unbehagen eines anderen kichern, da sie fast kein Einfühlungsvermögen haben, besonders wenn das Unbehagen von ihnen verursacht wurde, finden sie es lustig. Für sie bist du keine reale Person, sondern ein Objekt. Aber sie sind völlig unfähig, jemals über sich selbst zu lachen. Sie nehmen sich sehr, sehr ernst und sind sehr,
sehr sensibel. Diese Sensibilität erstreckt sich jedoch nur auf sich selbst. Der Grund, warum sie nicht über sich selbst lachen können, ist, dass das Selbst, das sie der Welt präsentieren, ein falsches ist, welches jederzeit von allen anderen gestützt und unterstützt werden muss. Sich über einen Narzissten lustig zu machen bedeutet, sich über ein Selbst lustig zu machen, welches von innen so leer ist wie eine Marionette. Es hat keine Substanz. Es wird in Stücke fallen und dann ist der Narzisst gezwungen, sich dieser schrecklichen Leere zu stellen, die ihn ständig verfolgt. 4. Respektlosigkeit. Niemand mag es, mit Verachtung oder Respektlosigkeit behandelt zu werden. Aber der Narzisst ist geradezu phobisch, wenn es darum geht. Er oder sie macht sich ständig Sorgen und stellt sich Angriffe vor, selbst wenn sie nicht existieren. Wieder läuft es auf das falsche Selbst hinaus, das er ständig stützen muss. Einen Narzissten nicht zu respektieren, ist wie ein Loch in seinem Ballon zu stechen. Um dies zu vermeiden, nutzt ein Narzisst jeden Abwehrmechanismus, den er hat. Denn er braucht um jeden Preis seinen Respekt zurück, selbst wenn er ihn erzwingen muss. Dann fängt er zum Beispiel an, dich zu ignorieren oder zu kritisieren. Narzissten spielen mit ganz unfairen Waffen, wenn es darum geht, etwas zu bekommen, was ihnen entzogen wurde. Oft merkt der Gegenüber gar nicht, dass er manipuliert wird. Denn Narzissten sind in dieser Hinsicht meist sehr clever. 5. Verlust des Erfolges. Wenn Narzissten älter werden, werden sie oft noch missbräuchlicher. Einige mögen sich verbessern, aber die meisten werden immer schlimmer. Das liegt daran, dass Altern einen Verlust an Aussehen, Karriere, Gesundheit, möglicherweise sogar an einem Ehepartner und in einigen Fällen sogar an finanzieller Zahlungsfähigkeit bedeuten könnte. All diese Dinge sind ein Beweis für einen Narzissten, dass er immer noch wertvoll ist und immer noch bewundert und respektiert wird von anderen. Das falsche Selbst ist ein schwaches, eindimensionales Konstrukt und nicht in der Lage, Liebe, wahre Bindung, Freundschaft und andere Dinge zu tun, auf die der Rest von uns zurückgreifen kann, wenn wir alt sind und nicht mehr in einer so guten körperlichen Verfassung oder Gesundheit sind. Wenn jemand zum Beispiel sein ganzes Leben nur mit seinem Aussehen verbracht hat, was bleibt dann übrig? Um die daraus resultierende Depression zu vermeiden, fallen sie andere wie wütende Hunde an und greifen sie an. Deshalb sind alte Narzissten so oft launisch und gemein. Diese 5 kranken Spielchen spielen emotional unsichere Männer. Wusstest du, dass unsichere Männer die gefährlichsten Männer von allen sind? Denn sie versuchen, ihre Unsicherheit zu verbergen, indem sie dich manipulieren. Diese Männer haben extrem stark mit Frustrationen und Ängsten zu kämpfen. Sie glauben nicht an sich selbst und versuchen deshalb ihre emotionale Stärke zu steigern, indem sie dir wehtun. Sie spüren, dass ihr Leben einen Sinn macht, sobald sie die Kontrolle über dich haben. Sie fühlen sich wichtig und wollen dieses Gefühl um jeden Preis aufrechterhalten, koste es, was es wolle. Das Problematische an der Sache ist, dass man ihnen ihre Unsicherheit oft nicht ansieht, weil sie sie sehr gut verstecken können. Man geht diesen Männern einfach so in die Falle und kann nichts dagegen tun. Plötzlich zeigen sie ihr wahres Gesicht und man versteht nicht immer gleich, was eigentlich falsch läuft. Da die meisten Frauen sehr einfühlsam sind, denken sie, dass ihrem Partner vielleicht der Halt fehlt und dass er ein bisschen Hilfe benötigt. Sie versuchen, ihm zu helfen oder wollen ihn vielleicht sogar ändern. Aber das können sie nicht. Das kann keiner, außer er selbst. Aber solange er nichts daran tut, wird sich nie etwas ändern. Somit bist du am Ende diejenige, die unter seinem Verhalten am meisten leidet. Du weinst jeden Tag und gibst ihm immer wieder eine Chance, bis es nicht mehr geht. Dann hat er dich so weit, dass du dich so verhältst, wie er es die ganze Zeit wollte. Und dir ist es nicht einmal aufgefallen, dass er nach und nach die Kontrolle über dich gewonnen hat. Man kann es dir nicht mal übel nehmen, denn diese Männer sind Meister der Manipulation. Damit dir dies nicht mehr passiert und du dich vor dem Leid schützen kannst, solltest du wissen,
welche Manipulationsspielchen emotional unsichere Männer üblicherweise mit Frauen spielen. 1. Sie verdrehen die Tatsachen. Männer, die emotional unsicher sind, werden immer versuchen, die Dinge in einem Streit umzudrehen. Du wirst das Gefühl bekommen, dass du das Hauptproblem bist, obwohl du selbst nichts falsch gemacht hast. Sie manipulieren dich auf diese Weise, damit du tust, was sie wollen. Wir alle kennen das. Irgendwann will man einfach nicht mehr streiten und man gibt nach. Man will sich einfach nicht mehr verteidigen müssen und endlich Ruhe haben. Aber das ist genau der Fehler. Du lässt zu, dass dieser Mensch dein Leben zur Hölle macht. Das kannst du tun. Du solltest ihn verlassen, wenn du das Gefühl hast, dass dich das zu sehr einnimmt. Wenn du nicht mit ihm zusammen sein kannst, seid ihr vielleicht kein gutes Match. Zudem hast du es verdient, glücklich zu sein und respektiert zu werden. 2. Sie versuchen, dich bloßzustellen. Jeder Mensch reagiert unterschiedlich darauf, wenn er bloßgestellt wird. Manchmal kann es gefährlich sein, manchmal nimmt es aber auch eine ganz andere Wendung. Fakt ist, dass eine Person, die andere bloßstellt, dies wegen ihrer eigenen Unsicherheit tut. Dein emotional unsicherer Partner möchte also, dass du dich beschissen fühlst, damit er seine eigene Unsicherheit verstecken kann. Er möchte nicht, dass du dich besser fühlst als er, weil er befürchtet, dass du ihn dann verlassen könntest. Das kannst du tun. Du solltest ihm niemals die Befriedigung geben, dass er erreicht hat, dass du dich schlecht fühlst. Sei selbstbewusst und gib ihm keine Chance, dein Selbstbewusstsein zu zerstören. Du bist eine Frau, die stark und unabhängig ist. Du bist nicht auf ihn angewiesen. In Wahrheit brauchst du keinen Mann, der dich versucht, herunterzuziehen. Warum solltest du dich mit solch einer Negativität umgeben? Denke an deine psychische Gesundheit. 3. Du bist grundsätzlich an allem schuld. Da er wenig Selbstbewusstsein hat, wird er dir immer wieder die Schuld an allem geben. Er versucht, auf diese Weise von sich selbst abzulenken. Denn er möchte seine Fehler verstecken. Vor dir. Aber auch vor sich selbst. Dazu wird er einige Tricks verwenden und dich versuchen zu täuschen. Wenn er dir für alles die Schuld gibt, weist er stark darauf hin, dass er dich emotional versucht zu missbrauchen. Worte können manchmal sogar verletzender sein als Taten. Lass das nicht zu. Das kannst du tun. Wenn du merkst, dass er versucht, dir die Schuld zu geben, obwohl du sicher bist, dass es nicht deine Schuld ist, zum Beispiel in einem Streit, dann solltest du dich dieser Konversation sofort entziehen. Versuche, diese Situation gar nicht erst entstehen zu lassen und sage ihm sofort, dass er es gar nicht versuchen braucht. Ich weiß, dass es sehr anstrengend sein kann, mit einem emotional unsicheren Menschen zu diskutieren. Versuche ihm so wenig Angriffsfläche wie möglich zu geben. 4. Sie verhalten sich wie Vollidioten. Manchmal hast du das Gefühl, dass jetzt alles besser wird. Er behandelt dich plötzlich wie eine Prinzessin und du glaubst, dass er es ernst meint. Du kannst ihm einfach nicht mehr böse sein. Alles scheint vergessen zu sein, denn er legt dir momentan die Welt zu Füßen. Zumindest dann, wenn ihr allein seid. Sobald er aber mit seinen Freunden zusammen ist, verhält er sich wie ein Vollidiot dir gegenüber. Es kommt dir so vor, als hätte er sich von jetzt auf gleich verändert. Das ist ein typisches Verhalten für jemanden, der versucht, seine Unsicherheiten zu verstecken. Er möchte sich groß fühlen und das kann er nur, wenn er andere niedermacht. Das kannst du tun. Du solltest ihm unbedingt deutlich sagen, wie du dich dabei fühlst. Er sollte zumindest eine Chance bekommen, um sein Verhalten anzupassen. Aber sollte er nicht an sich arbeiten, ist es besser für dich, die Situation zu verlassen. So etwas brauchst du nicht in deinem Leben. 5. Es fühlt sich mit ihnen an wie eine Achterbahn. Manchmal läuft alles gut zwischen euch und am nächsten Tag verhält er sich urplötzlich ganz anders. Er ist irgendwie merkwürdig und du hast das Gefühl, als wäre etwas schiefgelaufen. Du denkst, dass er sich plötzlich nicht mehr sicher ist, was er von der ganzen Beziehung hält und du spürst, dass er viel distanzierter ist als sonst. Den ganzen Tag zerbrichst du dir den Kopf darüber. Dabei will er genau das. Das kannst du tun. Frage ihn einfach, warum er sich so verhält. Es ist wichtig, dass du ihm den Spiegel vorhältst und ihm sagst, wie du ihn gerade wahrnimmst.
Frage ihn auch, ob er reden möchte. Vielleicht hat er ein Problem, über das er mit dir sprechen will. Sollte er das Gespräch jedoch ablehnen, solltest du es einfach gut sein lassen. Denn dieses Verhalten ist wahrscheinlich nur ein Weg, um Aufmerksamkeit zu erlangen. 22 Dinge, die ein verletzter Narzisst sagt und was er wirklich meint. Manchmal manipulieren Narzissten ihren Partner oder Menschen in ihrer Umgebung allein mit ihren Worten. Oft nehmen Menschen dies sehr persönlich und lassen sich davon herunterziehen. Darum ist es wichtig, dass man die Verletzungen der Narzissten und die daraus resultierenden Taten und Worte versteht. Was bedeuten sie wirklich? Wenn narzisstische Wut auftritt, folgt sehr oft eine narzisstische Verletzung. Egal, ob du dich von einem Narzisst scheiden lassen hast oder versuchst, keinen Kontakt mit einem toxischen Familienmitglied zu haben. Dieser Artikel hilft dir dabei, besser zu verstehen, was ein Narzisst wirklich meint, wenn er bestimmte Dinge sagt. 1. Es ist alles in deinem Kopf. Du bist verrückt und solltest einen Therapeuten aufsuchen. Das bedeutet es wirklich. Du musst an dir selbst arbeiten, an deiner Wahrnehmung und Realität zweifeln, damit ich dich effektiver manipulieren und dich dazu bringen kann, das zu tun, was ich will. 2. Das habe ich nie gesagt. Das ist niemals passiert. Das bedeutet es wirklich. Ich werde deine Realität jederzeit ändern und du solltest besser mitmachen. 3. Was du sagst, macht absolut keinen Sinn. Ich weiß nicht, wovon du sprichst. Das bedeutet es wirklich. Ich gebe vor, dich nicht zu verstehen, damit ich nicht logisch auf dich reagieren muss. 4. Das habe ich nicht so gemeint. Es tut mir leid, dass du dich so fühlst. Das bedeutet es wirklich. Ich tue so, als ob es mich interessiert oder als ob es mir leid tut. 5. Ich kann mich nicht daran erinnern, was passiert ist. Das bedeutet es wirklich. Ich weiß genau, was passiert ist. Aber wenn ich vorgebe, es vergessen zu haben, hoffe ich, dass du es auch vergessen wirst. 6. Hör auf, mich anzugreifen. Warum greifst du mich immer an? Das bedeutet es wirklich. Hör auf, mich für meine Handlungen zur Rechenschaft zu ziehen. Warum machst du mich immer für Dinge verantwortlich, die ich tue? 7. Ich habe dich nicht verletzt. Du verletzt dich selbst. Das bedeutet es wirklich. Mir fehlt so viel Einfühlungsvermögen, dass ich buchstäblich glaube, dass du mich gezwungen hast, dich auf irgendeine Weise zu missbrauchen. Ich denke, du hast es verdient, weil du nicht getan hast, was ich von dir wollte. 8. Ich rede nicht gern über meine Vergangenheit. Das bedeutet es wirklich. Ich habe das Bild, das ich dir gerade zeige, sorgfältig ausgearbeitet. Wenn ich über meine Vergangenheit spreche, wirst du bemerken, dass dieses Bild nicht der Wahrheit entspricht. Ich kann mein falsches Selbst nicht aufrechterhalten, wenn ich darüber spreche, wer ich früher war. 9. Warum können wir die Vergangenheit nicht einfach vergessen? Das bedeutet es wirklich. Ich verstehe nicht, warum du nicht einfach darüber hinwegkommen kannst, dass ich dich aktiv missbrauche. Es ist 15 Minuten her, seit es das letzte Mal passiert ist. 10. Das ist langweilig. Hast du nichts anderes zu sagen? Das bedeutet es wirklich. Es ist mir egal, worüber du sprechen möchtest. Ich werde so tun, als wärst du langweilig und dumm, damit du dich schlecht fühlst. 11. Es stimmt etwas nicht mit deiner Denkweise. Das bedeutet es wirklich. Du bist zu bewusst. Du musst anfangen, an deinem Urteilsvermögen zu zweifeln, und zwar schnell. 12. Wie kannst du es wagen, mich des Lügens zu beschuldigen? Ich habe dir immer die Wahrheit gesagt. Ich lüge nie. Das bedeutet es wirklich. Ich habe dir immer gesagt, was du glauben sollst, unabhängig davon, ob es tatsächlich die Wahrheit ist oder nicht. 13. Ich kann nicht anders, als dass ich so bin.
Ich brauche nur jemanden, der mich so liebt, wie ich bin. Nimm mich so, wie ich bin, oder lass es. Das bedeutet es wirklich. Mir ist bewusst, dass ich egoistisch bin. Aber du musst diese offensichtliche Tatsache übersehen und so tun, als wäre ich die erstaunlichste Person, die du jemals getroffen hast. 14. Du hast mich nie geliebt. Das bedeutet es wirklich. Ich habe dich nie geliebt oder mir ist langweilig und ich habe vergessen, dass ich einmal Gefühle für dich hatte. Aber so oder so, ich werde dir die Schuld geben. 15. Wenn du mich liebst, würdest du es verstehen. Das bedeutet es wirklich. Ich werde versuchen, dass du dich schuldig fühlst, wenn du erwartest, dass ich die Verantwortung übernehme oder die Wahrheit über das, was passiert ist, sage. 16. Du bist niemals glücklich. Das bedeutet es wirklich. Warum kannst du nicht einfach all den Missbrauch akzeptieren? 17. Du verdrehst meine Worte. Das bedeutet es wirklich. Ich verdrehe deine Worte die ganze Zeit. Also erkenne ich diese Taktik. 18. Du bist nie für mich da. Das bedeutet es wirklich. Ich bin nie für dich da, aber du bist verdammt nochmal besser für mich da, ohne Wenn und Aber. 19. Jeder Partner, mit dem ich zusammen war, war verrückt. Aber du bist die Schlimmste. Das bedeutet es wirklich. Ich habe jeden Partner, den ich hatte, an den Rand der Vernunft getrieben. Und sicher habe ich jeden gleich schlecht behandelt. Aber da du jetzt diejenige bist, die vor mir steht, bist du diejenige, den ich für verrückt erklären werde. Ich versuche dich offensichtlich von dem eigentlichen Problem hier abzulenken. 20. Ich kann damit nicht umgehen. Das bedeutet es wirklich. Ich möchte mich jetzt nicht damit befassen, also spiele ich die verletzte Person. Ich zeige dir, wie arm und wie am Boden zerstört ich bin. Wie kannst du es wagen, mich zu bitten, für das, was ich getan habe, die Verantwortung zu übernehmen? 21. Ich bin unschuldig. Ich habe nichts falsch gemacht. Ich hatte keine Ahnung, dass dir das wehtun würde. Das bedeutet es wirklich. Ich bin schuldig. Ich habe getan, was du mir vorwirfst. Ich wusste, dass es dir wehtun würde, aber ich habe es trotzdem getan, weil die Wahrheit ist, dass ich kein Einfühlungsvermögen für dich habe. Ich möchte nur, dass du aufhörst, mich daran zu erinnern und meinen geradlinigen Lügen glaubst. Ich gebe vor, mich verletzt zu fühlen, um von meinen Fehlern abzulenken. 22. Ich hasse Drama. Du erschaffst ständig eine Welt des Dramas. Das bedeutet es wirklich. Ich erschaffe wegen allem ein Drama und du spielst mit. Das macht mich so glücklich, denn dann kann ich dich für das ganze Drama in meinem Leben verantwortlich machen. 5 Signale dafür, dass du eine postnarzisstische Stressstörung entwickelt hast. Hast du schon einmal von der postnarzisstischen Stressstörung gehört? Nein? Dann möchte ich dir einmal genauer erklären, was dies beinhaltet und wie man sie bei sich selbst identifiziert. Solch eine Störung entwickelt sich nämlich, nachdem man mit einem Narzissten zusammen war. Denn ob du es willst oder nicht, Narzissten verändern dich. Sie verändern deine Wahrnehmung, deine Umgebung und sie verändern deine Vorstellung von dir selbst. Denn sie manipulieren dich und beeinflussen dich in einer sehr negativen Art und Weise. Wenn du mit einem Narzissten zusammengelebt hast, wirst du wissen, wovon ich spreche. Denn sein toxisches Verhalten wird dich sicherlich innerlich aufgefressen haben und dich zu einer unsicheren Persönlichkeit gemacht haben. Erst als du dich von dieser Person befreit hast, wirst du festgestellt haben, dass sich dein Leben gebessert hat. Danach musstest du dich auf die lange Reise der Heilung machen und mehrere Stufen durchlaufen, damit es dir besser ging und du wieder zu deinem alten Selbst wurdest. Vielleicht hast du immer noch Angst, dass er sich wieder in dein Leben schleichen könnte und es könnte sein, dass du ihn für immer aus deinem Leben verbannen möchtest. Denn allein die Vorstellung an einer Beziehung mit ihm
macht dich deprimiert und ängstlich. Es gibt dir das Gefühl, dass du die Kontrolle verlieren könntest und todunglücklich wirst. Dies ist ein Trauma, welches dich heute immer noch belastet. Denn ein emotionaler Missbrauch kann tiefe Spuren in einem Menschen hinterlassen. Leidest du also an einer postnarzisstischen Stressstörung? Finde es anhand dieser 5 Signale heraus. 1. Du wirst ständig an ihn erinnert. Schon eine Kleinigkeit bringt dich dazu, wieder an ihn zu denken und versetzt dich in die Vergangenheit zurück. Sobald du etwas hörst oder siehst, das Erinnerungen in dir erweckt, wirst du sofort wieder in alte Situationen mit ihm geleitet. Dein Trauma in dir ist groß, denn seine Taten und Worte werden dich nicht so schnell verlassen, auch wenn du dir dies schon lange wünschst. Du kannst es versuchen zu verstecken oder ganz tief wegzusperren, aber es wird dich immer wieder einholen. Denn es wird immer etwas geben, das dich an den Schmerz tief in dir erinnern wird. Deine Träume von ihm werden sich real anfühlen und sie werden dich in den Wahnsinn treiben, wenn du mitten in der Nacht aufwachst und in Angstschweiß gebadet bist. Glaub mir, wenn ich dir sage, dass diese Träume dich nicht so schnell loslassen werden. Denn dein Verstand ist noch nicht bereit dazu. Lass dir Zeit, um nach und nach all die Erinnerungen loszulassen. Es wird eine Weile dauern. Du wirst einige Situationen erleben, in denen du die Wut anderer erleben wirst und sie werden deine alten Gefühle der Angst erwecken. Dies könnte dazu führen, dass du deinen gesunden Menschenverstand verlierst. Du könntest Panikattacken bekommen und dich überwältigt fühlen. 2. Du bist für einige Zeit von der Bildschirmfläche verschwunden. Du willst für eine Weile allein sein, denn du kannst es nicht ertragen, wenn Menschen mit dir reden. Du möchtest nicht gesehen werden und du versteckst dich deshalb regelrecht in deinen eigenen 4 Wänden. Deine emotionalen Ausbrüche sind unberechenbar. Darum möchtest du auf keinen Fall eine peinliche Situation riskieren. Du willst von niemandem in Erklärungsnot kommen. Die Beziehung zu deinem Narzissten hat dir gezeigt, dass es besser ist, wenn man nichts fühlt. Denn Gefühle saugen deine Energie aus dir heraus und sie lassen dein Herz gebrochen zurück. Dieser Überlebensinstinkt hat sich über einen längeren Zeitpunkt in dir manifestiert, so dass du ihn nicht einfach so abschalten kannst. Du fühlst dich kalt und herzlos im Umgang mit anderen, aber auf der anderen Seite weißt du, dass du keine andere Wahl hast. Denn du kannst nur uninteressant für deinen Narzissten bleiben, solange du keine Schwäche zeigst. Sobald er mitbekommt, dass du verletzt bist, wird er die Gelegenheit nutzen und dich wieder ausbeuten. Darum bleibst du uninteressant und gleichgültig, in der Hoffnung, dass er dich nicht mehr aufsuchen wird. 3. Du hast Probleme damit, anderen Menschen zu vertrauen. Die Beziehung zu einem Narzissten hat dich gänzlich zerstört. Du wirst feststellen, dass dieser Mensch deine gesamte Persönlichkeit verzerrt hat. Du fühlst dich nun wie eine leere Hülle, die all ihre Hoffnung verloren hat. Dadurch wirst du extrem verwundbar und eine perfekte Zielscheibe für Menschen, die dich ausnutzen wollen. Und dies ist dir durchaus bewusst. Darum wirst du niemandem mehr vertrauen können. Denn niemand kann dir versichern, dass du nicht wieder zum Opfer eines emotionalen Missbrauchs wirst. Du kannst niemandem mehr glauben, der dir sagt, dass er dir nur helfen will. Denn du hast jeglichen Glauben an die Menschheit verloren. 4. Du denkst, dass du dich selbst verloren hast. Dieser Mensch hat für eine lange Zeit dein Leben beeinflusst und gesteuert. Er hat entschieden, was du sagst und wie du dich verhältst. Du selbst hattest keinen Einfluss mehr darauf. Nun kannst du endlich das tun, was du willst. Aber du hast keine Ahnung mehr, was du überhaupt im Leben willst. Denn in dir steckt immer noch die Angst, dich so zu benehmen, wie du dich wirklich verhalten möchtest. Ständig schaust du dich um, weil du denkst, dass er dich kontrolliert. Du überlegst bei jedem Wort und bei jeder Handlung, ob es auch in seinem Sinne ist. Und das, obwohl er gar nicht mehr in deinem Leben ist. Obwohl er nicht mehr da ist, fällt es dir unheimlich schwer, die Kontrolle über dein Leben zurückzugewinnen.
denn durch die vielen Manipulationen bist du völlig unsicher geworden. Lass dir also Zeit, damit dein Körper und dein Geist heilen kann. Nur auf diese Weise kannst du die Kontrolle über dein Leben zurückgewinnen. 5. Dein Leben scheint für dich nicht mehr normal zu sein. Ständig wechseln deine Emotionen von Wut zu Trauer, von Trauer zu einem überschwänglichen Glücksgefühl und von dort aus wieder zu Angst. Der Wechsel geschieht unheimlich schnell und du kannst es kaum vorhersagen. Du hast große Selbstzweifel und weißt nicht, wie du zu einem normalen Leben zurückkehren kannst. Ständig zweifelst du daran, dass du gut genug bist. Mache dir bewusst, dass du jetzt frei bist. Du solltest dich auf die Menschen verlassen, die dich wahrhaft lieben und dir durch deine Heilungsphase helfen können. Irgendwann wird der Tag kommen, an dem du all das hinter dir lassen kannst. Diese 7 Dinge passieren, wenn du nach einem narzisstischen Partner auf einen guten Mann triffst. Er liebt nur sich selbst und sonst niemanden. Daran hast du dich schon längst gewöhnt. Außerdem gehst du immer davon aus, dass du die zweite Wahl bist. Du denkst, dass du es verdient hast, nicht genug Aufmerksamkeit zu bekommen. Du kennst es nicht anders. Natürlich gab es auch mal gute Momente. Momente, in denen er dir das Gefühl gegeben hat, doch etwas wert zu sein. Aber diese hielten nur kurz an. Die meiste Zeit ging es dir beschissen, weil er sich nicht um dich bemüht hat. Du erkennst zwar, dass eure Partnerschaft die ganze Zeit besser hätte laufen sollen. Aber so war es nicht. Ihr beide habt eigentlich nur eine Sache gemeinsam. Und zwar, dass ihr denselben Menschen liebt. Beziehungen mit Narzissten ähneln einer Droge. Man wird einfach süchtig nach diesem Menschen. Viele Frauen, die in einer solchen Beziehung gefangen sind, denken, dass dies alles ist, was sie bekommen können. Sie wollen auf keinen Fall allein sein und ziehen es vor zu leiden, statt allein zu sein. Natürlich weißt du, dass nur du allein für dein Glück verantwortlich bist. Aber diese Beziehung kannst du nicht allein reparieren. Diesen Menschen kannst du nicht reparieren. Hör auf, dich damit unter Druck zu setzen. Er wird sich niemals wegen dir ändern. Wenn er sich ändert, dann nur aus freien Stücken. Es kann ganz schön demütigend sein, wenn man mit einem Narzissten zusammen ist. Dieser Mensch denkt, dass er über dir steht und viel mehr wert ist als du. Er hört dir nie zu und ist nie für dich da, wenn du ihn brauchst. Er ist nur in sich selbst verliebt. Und es dreht sich alles nur um ihn und um sein Ego, welches durch dich gestärkt wird, während dein Ego immer weiter schrumpft. Du verlierst irgendwann dein Selbstwertgefühl und deine Selbstachtung. Und das Schlimmste ist, dass du eine Menge emotionales Gepäck in deine nächste Beziehung mitnimmst. All deine Ängste und deine Unsicherheiten wirst du so schnell nicht mehr ablegen können. Und dein nächster Partner wird es dadurch sehr schwer mit dir haben. Du hast es vielleicht endlich geschafft, den Teufelskreis dieser narzisstischen Beziehung zu durchbrechen. Aber damit ist das Ganze noch nicht erledigt. Dein neuer Partner kann noch so gut zu dir sein, aber du bist bestimmt Dinge einfach so gewohnt. Und Gewohnheiten kann man nur schwer ablegen. Da sich alles immer um deinen narzisstischen Ex-Partner drehte, fühlt es sich für dich extrem ungewohnt an, wenn du plötzlich von jemandem so behandelt wirst, wie du es verdient hast. Diese 7 Dinge werden dir passieren, wenn du nach einer narzisstischen Beziehung auf einen guten Mann triffst. 1. Er weiß, wer du wirklich bist. Natürlich ist das ein komisches Gefühl, wenn dein Partner plötzlich versucht, dich zu verstehen. Denn dein letzter Partner hat dich an dir selbst und an deinem Wert zweifeln lassen. All die Entscheidungen, die du getroffen hast, wurden von ihm angezweifelt. Und jetzt ist plötzlich jemand da, der dich wirklich kennt und sich versucht, in dich hineinzuversetzen. Dieser Mensch kennt deine Talente und deine Schwächen und schätzt dich für deine Persönlichkeit. Er kennt deine Pläne und weiß, was du im Leben erreichen willst. Dass du nicht daran gewöhnt bist, ist es dir peinlich. 2. Er will dein Vertrauen erobern. Da er weiß, dass du von deinem ehemaligen Partner hintergangen wurdest, wird er versuchen, dein Vertrauen zu erobern.
Er möchte nicht, dass du Angst hast, dass sich alles wiederholen könnte. Er will, dass du dich sicher fühlst und an diese Partnerschaft glaubst. Aus diesem Grund ist er geduldig mit dir und gibt dir alle Zeit der Welt, um dich an diese neue Situation zu gewöhnen. Du hast dich vorher immer für all die Probleme in deiner Beziehung verantwortlich gefühlt. Aber das ist nun vorbei. 3. Er behandelt dich gut, weil du es verdient hast. Dein Partner ist nett zu dir und das bist du ebenfalls nicht gewöhnt. Obwohl es einfache Dinge sind, dies ist ganz normal. Da du in einer Beziehung mit jemandem warst, der selbstsüchtig ist, du hast noch nie darüber nachgedacht, dass du eigentlich mehr verdient hättest und dass dein Partner auch mal etwas für dich tun sollte. 4. Er hört dir zu. Du kannst dich vielleicht noch daran erinnern, dass es in deiner letzten Beziehung nur um ihn ging. Es ging um sein Leben und um seine Probleme. Deine Probleme waren völlig irrelevant. Darum ist es nun für dich umso ungewohnter, dass dein Partner dir zuhört und versucht, dich zu verstehen. Du solltest dich in deiner Beziehung ausdrücken dürfen und deine Gefühle nach außen tragen können. Du solltest keine Angst haben, dass dein Partner dich abweist oder dich belächelt. 5. Er respektiert dich. Du warst immer diejenige, die sich für seine Fehler entschuldigt hat. Du wolltest Streitigkeiten vermeiden und hast deshalb zu oft nachgegeben. Die Dinge sind manchmal absolut außer Kontrolle geraten. Für dich waren diese Achterbahnfahrten der Emotionen immer an der Tagesordnung. Es war wie eine Routine, aus der du lange nicht herausgekommen bist. Dies ist jetzt anders. Denn ihr werdet streiten, aber du wirst erfahren, wie es ist, wenn dein Partner sich bei dir entschuldigt. Und du musst lernen, dass du es verdient hast, respektiert zu werden. 6. Er versucht, dich nicht zu manipulieren. Narzissten lieben es, die Kontrolle zu haben. Sie versuchen, jeden Teil deines Lebens zu kontrollieren. Aber das ist so gut wie unmöglich. Sobald also ein Narzisst merkt, dass er dich an einem gewissen Punkt nicht mehr kontrollieren kann, wird er es an die Leute in seiner Umgebung auslassen. Du versuchst plötzlich alles richtig zu machen und auf keinen Fall etwas Falsches zu sagen. Dann lernst du in deiner neuen Beziehung plötzlich, dass du frei bist. Du lernst, dass es eigentlich darum geht, dass man gemeinsam Kompromisse eingeht und dass man sich beide Seiten anhören sollte, bevor man eine Entscheidung trifft. 7. Er will dir zeigen, was wahre Liebe wirklich ist. Dein neuer Partner möchte dir zeigen, was wahre Liebe bedeutet. Du lernst also, dass man sich in einer Beziehung umeinander kümmert und sich gegenseitig unterstützt. Dadurch wird dir klar werden, dass dein letzter Partner dich nicht wirklich geliebt hat. Denn er hat dich nicht so behandelt. Du musst dich aber nicht schämen. Sei stolz auf dich selbst, dass du eine starke Frau bist und dich von deiner ehemaligen toxischen Beziehung befreit hast.